6 Tage durch die Allgäuer Alpen, über viele Hindernisse hinweg, mit guten Freunden. Vor einer erhabenen Bergkulisse, über traumhafte Skihänge. Eine Reise ohne Ziel und ohne festen Plan. Einfach nur, um unterwegs zu sein und um staunen zu dürfen. Warum eigentlich? Warum in die Berge gehen, wo es anstrengend ist, kalt und unwirtlich? Das fragt man sich einen kurzen Moment. Dann aber geht man einfach los und vergisst die Frage schnell. So ging es auch Stefan Rusch, dem Bergführer, Peter Stannecker, dem Musiker und Lebenskünstler, und mir, dem Erzähler. Am Vilsalpsee im Tannheimer Tal brachen wir auf zu einer Reise, die anders sein würde, weil sie keinen bestimmten Gipfel, keine bestimmte Strecke zum Ziel hatte. Wie lange haben wir Zeit, Peter? 5 Tage? Ich hab die ganze Woche. Und jetzt gehen wir mal los, oder? Landsberger Hütte vorbei. Und dann schauen wir, wo es uns hin verschlägt. Mhm. Wo es am schönsten ist zum Gehen, zum Fahren. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie Richtung Kleinwalsertal dahin kommen. Mhm. Das ist doch ein toller Plan. Am schönsten war es, wenn wir irgendwann dann da hinten Richtung Iven, Schwarzwasser hätten, wenn wir da rauskommen würden. Da gibt es einen Wahnsinns-Kaiserschmarrn. Das war das Schönste. Einen Kaiserschmarrn also wünschte sich der Peter. Kein Ziel zu haben, war doch gar nicht so leicht. Immerhin wussten wir nicht, ob und wo wir die Mehlspeise serviert bekommen würden. Stefan, Peter und mich hatte die Lust am Experiment zusammengebracht. Eine Bergtour jenseits aller Gewohnheiten wollten wir machen. Unsere Verabredung war simpel. Zu Frühlingsbeginn ziehen wir los. Bei jedem Wetter. Egal wie die Verhältnisse sind. Und nehmen uns damit die Freiheit, die uns die Berge zu schenken bereit sind. Zu dieser Freiheit gehört auch, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln. Du meinst also wirklich halt quasi der letzte Hang oder der letzte Hang bis zur Scharte, wo wir eigentlich wieder runterfahren könnten, der ist halt wahrscheinlich heikel, oder? Das, was wir da links davon sehen, da sind die ganzen Lawinen schon abgegangen, bis auf den Grund. Bis da hinkommen ist für mich kein Problem. Aber wenn wir da sind und umdrehen müssen, dann ist es sackgeil. Dann ist Katastrophe. Schon ein paar Stunden nach Aufbruch stellten wir fest, unser Vorhaben war gar nicht so einfach, wie es sich anhört. So reizvoll hatte der Weiterweg ausgesehen. Uns aber erschien er zu gefährlich. Also fuhren wir erstmal zurück ins Tal. Diese Art der Tour, das ist natürlich ungewohnt für jemand, der normalerweise Touren vorher plant und versucht, so viel wie möglich Unvorhergesehenes aus dem Grenzen. Aber die Art und Weise, wie man sagt, man hat einen Ausgangspunkt, man will an ein Ziel kommen. Und man will einfach auch schauen, was auf einen zukommt und das mitnehmen, was man kriegt. Und wo der Peter damals davon erzählt, was ihr zusammen da machen wollt, habe ich mir das angerufen und habe eigentlich nach der Erklärung gesagt, ja, super, da mache ich mit. Ob er das auch gesagt hätte, der Stefan? Hätte er gewusst, was auf ihn zukommt? Zu Fuß statt auf Ski? Im frühlingshaften Tal statt auf schneebedeckter Höhe? Schauen wir mal, der hält. Wenigstens unsere Zuversicht verloren wir nicht. Grüß dich. Grüß. So, wir messerten Richtung Oberstdorf. Der Christoph nahm uns schließlich mit. Nicht die ganze Strecke ins Hintersteiner Tal, aber immerhin ein bisschen. Am selben Tag gingen in den Allgäuer Alpen etliche Lawinen ab. Unser Bauchgefühl hatte uns nicht getäuscht.
Es dauerte schließlich den ganzen Nachmittag, bis wir über das Oberjoch und Hindelang nach Hinterstein gelangten. Immerhin erwischten wir dort den letzten Bus. Wie heißt du? Peter. Der Peter bist du? Ja, Peter der Schöne. Peter der Schöne, ja, das ist ja, ja ganz gut. Wie lange fahrst du da schon? Den Bus, den fahre ich, seit ich Rentner bin. Ich bin 70 mit 3SS kann ich da angefangen, die Linie. Das machst du als Schwarz oder Cash in die Kasse? Nein, auf 450 Euro Basis, halt. Ich fahre das aus, weil es was ich nicht verstehe, dass sie auf das alte Ding so ein Kupferdach drauf macht. Wo das Kupferdach so teuer ist, das ist doch nicht normal, oder? Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lang es da ist. Weil die stellen da unter Tag schon Dachrinne vom Haus weg. Kupferdachrinne. Ja, ist wahr. Aber nicht im Hintersteiner Tal, oder? Ja, von wegen. Da ist doch die Welt in Ordnung. Ja, von wegen. Nicht? Von wegen. Warum findest du, dass dieses Paradies ist? Warum sagt man das? Das nennt sich Paradies da oben. Und warum? Ja, weil es halt so schön ist. Weil es so schön ist. Ja, weil es so schön ist. Für die Bäder, ciao. Weil es halt so schön ist, hatte der Peter gesagt. Peter, der Schöne. Beim Aufstieg zur Schwarzenberghütte kamen wir in seinem Paradies vorbei. Es zählt gewiss zu den Orten, aus denen wir uns nicht vertreiben lassen. Das ist doch schön. Bleiben wir da ein bisschen, hä? Hocken wir uns noch ein bisschen her. Er ist mir richtig verwurzelt. Seine Heimat. Schön Start ist da, gell? Stefan, wolltest du immer schon Bergführer werden? Es war kein Kindheitstraum. Nein, kein Kindheitstraum? Nein, ich bin da reingestolpert. Aber jetzt bist du eigentlich gar nicht mehr so viel da unterwegs, oder? Nein, ich bin die meiste Zeit eigentlich außerhalb vom Allgäu unterwegs. Und leider sehr wenig zu Hause. Darum genieße ich das auch so, wenn ich mal wieder daheim will. Also das ist trotzdem für dich schon Heimat, oder? Ja, Heimat, das ist ganz schwierig zu definieren, gell? Ja. Na, brauchst du ja gar nicht definieren, bloß ist für jeden was anders, so ist, glaube ich. Und für dich? Ich bin hier geboren, ich komme hierher, oder? Wenn das für einen Heimat ist, dann bin ich das wohl. Oder dann ist das wohl Heimat, oder? Als der erste Abend unserer Tour dämmerte, erreichten wir das Schwarzenberghaus. Wir waren die einzigen Gäste. Müde und erschöpft setzten wir uns hin. So hatten wir uns unsere Reise eigentlich nicht vorgestellt. Der Aufbruch, der erste Rückschlag, Autostopp im Tal. Es war trotzdem ein erlebnisreicher Tag gewesen. Um 6 Uhr früh des zweiten Tages waren wir wieder auf den Beinen. Getrieben von der Neugier auf das, was hinter dem nächsten Bergkamm liegen würde. Vor der Kulisse des Allgäuer Hauptkamms mit der Pyramide des Hochvogel traversierten wir Richtung Westen. In der Luft lag rötlicher Sand, den der Südwind aus der Sahara mitgebracht hatte.
Warm war es. Und der Schnee, naja, stiebender Pulver sieht anders aus. Dafür waren wir frei und konnten tun, was immer wir wollten. Denn auch wenn die Berge nicht für Menschen gemacht sind, sie sind einer der letzten Räume, in denen wir selbst über uns bestimmen können. Was für mich ganz eine sehr intensive Geschichte ist, dass ich versuche, auch wirklich ganz bewusst jeden Moment so wahrzunehmen, wie er ist. Und ja, auch dankbar zu sein jeden Tag. So wie wir jetzt unterwegs sind, gibt es einfach viele Momente am Tag, wo man denkt, also das, was man erleben darf, ist einfach der Hit. Kann man nicht wirklich in Worte fassen. Aber es ist eine große Dankbarkeit. Weil ich glaube auch, dass die Dankbarkeit uns ja, so irgendwie erdet. Dankbarkeit, Zufriedenheit entsteht aus einer Achtsamkeit. Weil nur wenn ich was beachte, wie schön dieser Moment ist. Und bei Achtsamkeit bin ich zu 100% in der Gegenwart. In diesem Moment nehme ich diesen Moment wahr. Ja, das ist eigentlich das, wo das Leben stattfindet, nirgendwo anders. Ich glaube, wir machen das Beste draus, oder? Ich finde, wir haben die besten Verhältnisse überhaupt. Wenn wir das wollen, dass es so ist, oder? Nein, aber ich finde es super. Es ist halt so, wie es ist. Ich finde, wir haben ja Spaß miteinander. Ein paar Tage und gehen da entlang der Allgäuer Alpen, mei klar. Und die Jahreszeit jetzt immer im Powder haben, ist schwierig. Ich finde, es war mir jetzt überhaupt nicht wichtig. Stimmt. Vielleicht ist das gerade mal so ein bisschen die Kunst, gell, dass man sich beim Bergsteigen einmal ein bisschen lösen muss von dieser Vorstellung, dass man was ganz Bestimmtes will. Ja, ja. Wie im Leben. Finde ich. Wenn du immer erwartest, weißt, immer das Beste erwartest, dann kann es ist dann ganz selten so, dass dann wirklich so ist. Viel besser ist, du erwartest gar nichts und freist über alles, was kommt. Er ist halt ein Philosoph, der Peter. Aber ganz ehrlich, in diesem Moment der Tour hätte ich mir schon ein bisschen Powder gewünscht. Vielleicht würden wir ja am dritten Tag fündig werden. Gespannt, ob wir auf der Durchquerung da noch mal zum Skifahren kommen. Oder ob wir bloß geradeaus gehen. Wir kamen ohne Abfahrten nur ganz unmerklich voran. Und doch, irgendwann lagen die Gipfel, die wir den ganzen Tag vor uns gesehen hatten, in unseren Rücken. Gegen Abend erreichten wir das Skigebiet am Nebelhorn. Es kam mir vor, als wären wir schon tagelang weg gewesen. Über die verwaiste Skipiste schwangen wir hinab zum Edmund-Probst-Haus. 12 Stunden waren wir auf den Beinen. Nun hofften wir auf ein Quartier für die Nacht. Hallo. Tschüssi. Wir sind ganz spontan jetzt vom Hinterstuhl hier hochgekommen. Hast du noch für uns drei einen Schlafplatz? Nein, wir sind leider voll, weil wir haben heute Schulklasse da. Und ist alles voll. Gar nichts. Wir sind bis zu dritt. Nein, geht leider nicht mehr. Alles voll. Alles voll. Kann ja nichts dafür. Super, super organisiert. Weißt du nicht, reserviert hast? Ja. Ich nehme alles auf mich. Jetzt. Tut mir leid, Stefan, Tom, dass wir da nicht reserviert haben. Schauen wir in der Bahn drüben. Ja. Jetzt was brauchen. Ich bin eh froh, weil es so laut da drin. Hätte man eh nicht gedacht. Ein paar Meter neben der Hütte liegt die Bergstation der Nebelhornbahn. Wir gingen kurz rüber und hofften, dort einen Schlafplatz zu finden. Grüß dich, Carsten. Ja, grüß dich, Stefan. Du? Ein kleines Problem. Ja? Wir wollten auf dem Probststall übernachten. Aha. Und kriegen keinen Platz mehr. Und wir wollten aber morgen gleich wieder Skitour weitermachen. Mhm. Meinst du, wir könnten irgendwo in der Station übernachten? Habt ihr alles dabei? Isomatten und Schlafsack oder Zeug? Hätten wir. Hätten wir. Ja, da, ich denke mal, da finden wir was. So. Ist schon mal neu, ganz schön aus.
passt das, oder? Vielen Dank. Toll. Gut, habt ihr wenigstens ein paar Plätze noch. Herzlichen Dank. Alles klar, top. Dann bis morgen früh, würde ich sagen. Ja, okay. Grüß euch. Danke. Für die. Passt das, oder? Top, oder? Chefsessel. Da schlafe ich. Sau gut. Zimmer mit Aussicht auf den südlichsten Punkt Deutschlands. Super, oder? Glück gehabt. Ich frage mich manchmal, ob es wirklich nur Glück ist, wenn sich die Dinge fügen. Oder ob sie sich nur dann fügen, wenn man sein Glück auch herausfordert. Nach der Nacht wurde es kalt. Der nächste Tag versprach klar und schön zu werden. Wir bezogen unser Nachtlager auf dem Boden und träumten von dem, was uns am Morgen erwarten würde. Vor Sonnenaufgang des dritten Tages erwachte im Skigebiet am Nebelhorn das Leben. Während die Pistenarbeiter ihren Tag begannen, führte uns der dämmernde Morgen zurück in die Einsamkeit. Auf der Nordseite des Schochen hofften wir endlich, den ersehnten Pulverschnee zu finden. Ein frostiger Wind biss im Gesicht. Finger und Zehenspitzen waren eisig kalt. Zum Weitergehen gab es dennoch keine Alternative. Zu schön versprach dieser Tag zu werden. Bei Sonnenaufgang erreichten wir den Gipfel des kleinen Seekopfs. Der Erhabenheit vor unseren Augen begegneten wir sprachlos. Ist das jetzt schön? Richtung Schochen. Und da die rechte Abfahrt. Fahren wir mal vor und unten in den Kessel rein. Dann schauen wir mal, ob wir über den Grat hochkommen. Also wir fahren bis zu der in die Scharte, wo die große Rechte ist, oder? Genau. Und dann schauen wir mal. Hier schaut es halt sehr grimmig aus. Aber wenn es geht irgendwie, dann gehen wir oben drüber. Noch bevor wir uns wieder in Bewegung setzten, sahen wir in der Ferne den Hohen Ifen, das Wahrzeichen des Kleinwalsertals, und beschlossen, ihn irgendwie in unsere Reise einzubauen. Zunächst aber hatten wir diesen Spielplatz gefunden. Nordhänge von feinstem Pulverschnee. Das war's also, was wir seit Tagen gesucht hatten. Ein Stückchen scheinbar unberührte Natur, die wir mit unseren Ski erleben durften. Es gibt Momente auf Skitour, in denen die Gleichmäßigkeit des Schritts das Denken vereinnahmt. Auch das sind glückliche Momente.
Weil die Vergangenheit vorüber und die Zukunft weit weg ist. Weil die Zeit dann keine Rolle spielt. Es gibt sicher vieles, was Menschen aus diesen Momenten in den Bergen herausholen können. Es sind Momente, die man mitnimmt, gerade weil man sie sich erarbeiten musste. Und für Peter, den Musiker, sind sie eine wichtige Inspiration für sein Schaffen. Jetzt würde ich nicht sagen, dass eine fertige Melodie entsteht. Das ist selten. Da müsste ich ein Instrument dabei haben. Oder, klar, ich kann es vor mich hinpfeifen. Das passiert vielleicht auch, dass einmal eine Melodie entsteht. Aber ich gehe nicht in die Berge, damit eine Melodie entsteht. Ich gehe eher in die Berge, dass ich mir diese Ruhe hole, diese Energie oder diese ein bisschen Ideen, was für Klangkörper könnte entstehen. Es sind eben diese normalen Gedanken, die da so rumschwirren in jedem von uns. Und vielleicht in einem wunderschönen Moment, den wir ja öfters in die Berge haben, wenn wir nicht frieren oder Lebensangst haben, dann entsteht da was und das kann ich mitnehmen. Meine Musik hat deswegen viel mit den Bergen zu tun, weil ich ja selber sehr, sehr gerne in den Berg bin. Und allein dieses, was ich mir da raushole aus diesen Momenten, ich glaube, das spiegelt sich in der Musik wieder. Ich höre es. Und ich glaube auch, dass es viele Menschen hören. Die Klänge, die man jetzt gerade vernimmt, haben ihren Ursprung in den Momenten, in denen Peter seine Linien in die Nordhänge des Schochen zeichnete. Es war bereits Mittag und warm geworden, als wir uns von den nordseitigen Pulverschneehängen verabschiedeten. Weiter wollten wir auf der anderen Seite des Grates. Durch schwer gewordenen Schnee stapften wir zurück an den Platz, von dem wir abgefahren waren. Südseitig waren die ersten Wiesen bereits vom Schnee befreit. Das war jetzt voll Ski, ja? Sich rentiert. Kleiner Powderausflug in die Nordseite. Kaum zu glauben, gell? Das ist Wahnsinn. Dann ist so ein guter Schnee war. Jetzt glaube ich, müssen wir uns trotzdem sputen ein bisschen dann runter, weil. Also ich glaube nicht, dass wir da viel Schnee haben. Ins Altal unter die steilen Hänge südseitig, da ist wahrscheinlich, da werden wir einen Haufen laufen, das wird noch lang. Das wird noch lang heute. Am frühen Nachmittag zogen erste Wolkenfelder über die Allgäuer Alpen. Es trübte ein. Anders als auf der pulverigen Nordseite waren die Südhänge hinab ins Eutal von harschigem Schnee bedeckt. Das war nicht mehr das fröhliche Skisurfen wie noch am Morgen. Schon bald mussten wir die Ski auf die Rucksäcke schnallen. Steil, abweisend und reizvoll lag die Höfarts auf der anderen Seite des Eutals. Für unser Experiment bot sie keine Option. Wir suchten keine alpinistischen Herausforderungen, sondern Verknüpfungen zwischen Orten und zwischen Menschen. Was machst denn du da, Peter? Habe eigentlich immer dabei so Bücher. Schreib gern einfach so ein paar Ideen immer auf, die ich unterwegs.
Weil ich immer das Gefühl habe, ich vergiss manchmal was. Wenn ich eine gute Idee habe, dann, und ich habe nichts dabei, dann vergiss ich es und so. Schreibe ich halt dann ein bisschen was rein. Ja. Jetzt egal, ob das jetzt musikalisch ist oder irgendwelche anderen Ideen. Natürlich sehr viel Musik in der letzten Zeit. Und das kleine Heft da jetzt zum Beispiel, das habe ich vom Fabian, habe ich das. Der hat mir das geschenkt vor, jetzt ist er 13. Und der hat mich gefragt, ob ich sein Patenonkel sein mag. Ich glaube, das sind jetzt ja, so eine Zeit lang her, wenn man zu Weihnachten geschenkt hat, er geschrieben, lieber Peter, total liebe Schrift. Beim Musikspielen und Bergsteigen entstehen viele Gedanken und Anregungen. Hier hast du Platz, um die schönsten aufzuschreiben. Der Weg hinab ins Eutal war lang. Schwer wogen die Rucksäcke auf den Schultern. Leicht ums Herz war es uns dennoch. Vor ein paar Stunden hatten wir noch in der Kälte gezittert. Dann waren wir durch staubenden Schnee geglitten. Und jetzt wärmte uns die Frühlingsluft. So habe ich es mir vorgestellt. So aus dem Schnee in diese so einen weichen Waldweg rein. Wenn man so merkt, da kommt so das Grün durch, oder? Das frische Gras kommt durch. Für mich ist die schönste Zeit zum Touren gehen. Auch wenn der Schnee meistens nicht so perfekt ist. Toll. Nach drei mühevollen Stunden erreichten wir das Eutalhaus im Talgrund. Ja, ein bisschen Wahnsinn gehört zum Leben dazu. Danke für die Biere. Ja, gerne, kein Problem. Gell? Ihr kennt euch schon lange, oder? Wir kennen uns schon länger, ja. Ja, wirklich schon ein paar Jahre. Gell? Ja, schon eine Weile. Ich denke, wir sind jetzt schon 12 Jahre hier. 12 Jahre? Also, wir kennen uns schon etliche Jahre. Also, schaut, das sind die zwei Leichte. Darum gibt es was, wenn es heute zu hat. Gell? Ich habe nur geguckt und habe ihn gesehen. Heike, den kennst du doch. Ja. Irgendwo her. Solche Kontakte brauchst du halt, gell? Ja, du brauchst, sag ich auch. Wenn alles nur nach Gesetz und Ordnung geht, das hat keinen Sinn. Wenn alles nur nach Gesetz und Ordnung geht, das hat keinen Sinn, hatte die Ingrid gesagt, die Wirtin vom Eutalhaus. Ein schöner, kluger Satz. Und dann hatte sie uns noch 3 Eutalroller bereitgestellt, mit denen wir nach Oberstdorf hinabfuhren. Und wer jetzt glaubt, das sei arrangiert gewesen, der sollte selbst einmal auf den Zufall vertrauen. Die dritte Nacht verbrachten wir in Oberstdorf. Der hohe Ifen, den wir am Morgen gesehen hatten, ging uns nicht mehr aus dem Kopf. Wir entschieden uns für ihn. Er sollte die nächste Etappe der Reise werden, unseres Experiments, das jetzt schon, samt Höhen und Tiefen, eine intensive Erfahrung war. Der vierte Tag. Weil uns der lange Abstieg noch in den Knochen steckte, hatten wir länger als geplant geschlafen. Wir fuhren ins Kleinwalsertal und holten uns in Rietzlern erstmal eine Brotzeit. Für den Tag und für die Nacht. Einpacken bitte 2-mal so Fischsachen. Und ein Chorizo Chili. 3 Stück bitte. 3 Stück. Aber bitte gut einpacken, wenn es geht. Genau, so, perfekt. Genau. Ganz unkompliziert. Genau. Lunchpaket. Vielen Dank. Danke auch. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Inzwischen war es früher Nachmittag. Dankbar nutzten wir den Lift als Aufstiegshilfe und freuten uns auf einen kühlen Abend.
denn die Nacht würden wir unter freiem Himmel verbringen. Gestern Morgen hatten wir den hohen Ifen noch aus der Ferne gesehen. Jetzt waren wir am Fuß des Gipfelaufbaus. Durch die am tiefsten in den Grat einschneidende Rinne wollten wir aufsteigen. Zunächst auf Ski, dann, als es steiler wurde, zu Fuß. Es mag nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sein, warum wir in den Bergen manchmal auch die schwierigen, unbequemen, vielleicht sogar gefährlichen Wege in Kauf nehmen. Doch eigentlich ist es ganz einfach. Nur so kommen wir an Orte, an die wir sonst nicht kämen. Und sehen Dinge, die wir sonst nicht sehen würden. Genau deswegen machen wir das. Das ist der Hammer, oder? Was meinst du denn mit dem Biwakplatz? Weil da, schon mal, da ist so ein Kolk, aber keine Ahnung, oder? Wir gehen halt nur noch. Ja, aber wir haben noch genug Zeit, oder? Bitte. Lass uns doch noch die 15 Minuten auf den Gipfel gehen. Logisch. Du fährst noch mal am Mulde. Ah, okay. Vielleicht ist da auch noch schön. Ja. Im letzten Licht des Tages erreichten wir den Gipfel des Hohen Ifen. Ja, dann suchen wir unser Blattteil. Bevor es kalt wird. Schlafblattteil. Schweigend hatten wir uns ein Lager eingerichtet. Schweigend packten wir aus. Schweigend richteten wir uns her für die Nacht. Vielleicht muss man nicht viele Worte wechseln, wenn man dasselbe Gefühl teilt. Man unterhält sich anders. Außer wenn der Hunger zu groß wird. Was magst du, Peter? Alles wurscht. Einfach wurscht. Oder Speck. Was hat? Mir wurscht. Dankeschön. Stefan? Gut. Eigentlich müssten wir es echt öfters machen, gell? Mhm. Aber normal denkst du halt, so Biwak ist irgendwie Notsituation. Das ist okay. Das volle Komfort-Biwak. Ja. Gehen wir ins Bett. Legen wir uns nieder, oder?
Peter, gute Nacht. Gute Nacht, Tom. Stefan, gute Nacht. Nacht, Tom. Nacht, Stefan. Nacht, Peter. Die Nacht war sternenklar gewesen und kalt. Wir fröstelten etwas und spürten die kühle Luft in unsere Lungen strömen. Es waren kurze Momente wie in einer Zwischenwelt. Man ist wach, aber noch nicht aktiv. Draußen, aber noch nicht unterwegs. Wunschlos. Gemeinsam und voller Vorfreude hörten wir der Stille zu. Ich finde es total energiebeladen, so eine Stille. Ich saug's auf, mir tut's gut und mir fällt's auch leicht. Stille ist ja meistens gar nicht. Es gibt fast keinen Platz auf der Welt, wo es still ist. Also richtig still. Andere halten es nicht aus, stimmt schon. Weil dann vielleicht was hochkommt, was man gar nicht möchte. Von der Stille gestärkt, schwangen wir die ersten Meter hinab. Tag 5 unserer Reise hatte begonnen. Schaut gut aus. Gesund. Schaut gesund aus, ja. Was, glaube ich? Was tut gut? Bist du zufrieden mit uns? Ja, ich würde. Ich weiß gar nicht, warum ich dabei bin. Essen ist doch klar. Während Stefan und ich die Seile einpackten, wärmte sich Peter in der Sonne auf. Wie hatten wir uns auf diesen Morgen gefreut? Manchmal ist es in den Bergen gar nicht so gut, immer nur schnell zu sein. Man muss auch warten können. Nach dem Biwak auf dem Gipfel des Hohen Ifen war der Schnee perfekt für eine Frühlingsabfahrt. Dieses Mal im Firn. Biwak war super eigentlich, war es wieder erwarten, irgendwie erstaunlich warm. So ein bisschen der Wind mal in der Nacht, der ist schon mal kalt geworden.
mich ein bisschen eingemummelt, aber dann war es wieder ganz gut. Ja, und heute ist mein echter Traumtag da mit dem Ethan. Ein bisschen Abseilerei, war recht spannend. Und eine schöne Abfahrt. Und jetzt ist dann doch für mich zumindest recht lang geworden. Die zwei da, die hirschen immer so schnell. Muss ich mich schon anstrengen. Ja, wir steigen jetzt noch mal ein kleines Stück auf und dann machen wir eine lange Querung Richtung Schwarzwasserhütte. Und da kehren wir dann für die Nacht dann wieder ein. Als Flow wird oft der Zustand beschrieben, in dem alles wie von selbst zu laufen scheint. Selten traf diese Beschreibung so zu wie in jenen Minuten, in denen wir Mühe, fast schwerelos, den Berg hinunterglitten. Jetzt haben wir gleich beim Peter seinem Kaiserschmarrn, den er sich am Anfang der Tour gewünscht hat. Am Abend des fünften Tages erreichten wir die Schwarzwasserhütte. Hey, Zettel. Wer hätte das gedacht? Hammer. Schwarzwasserhütte. Cool. Auf einen Kaiserschmarrn, wie wir es gesagt haben. Schauen wir, ob sie noch Eier haben. Na, Prinzessin, geht's gut? Servus. Hi. Alles gut. Wir wollen auf jeden Fall einen Kaiserschmarrn. Ja. Dann Eier hat's geht da, das schon ganz nur Eier. Bei mir träumen schon seit Tagen davon. Mhm. Das ist ein richtig guter Winter geworden, gell? Mhm. Ja, aber Schnee kommt schon mehr sein. Ja, aber jetzt passt doch so, oder? Sonst da über. Schmecken lassen. Gut, oder? Jetzt mal ehrlich. Es hat sich wirklich gelohnt, hierher laufen. Die weite Reise. Die paar Tage. Nun also hatten wir den Kaiserschmarrn, den Peter sich schon vor 5 Tagen gewünscht hatte. Erfüllt von Erlebnissen, Ruhe und Zufriedenheit gingen wir zu Bett. Eigentlich hätte unsere Reise jetzt auch enden können. Besser, dachten wir, würde es nicht mehr werden. So, wie wir schon gewusst haben, nicht ganz so gut. Grau in Grau. Ja. Die Fuß. Fahren wir mal runter. In der Nacht hatte das Wetter gewechselt. Statt nochmal aufzusteigen, fuhren wir ab ins Kleinwalsertal. Viel mehr hätten wir gar nicht gebraucht. Es war aber auch nicht das Skifahren, weshalb wir doch noch eine kleine Runde drehen wollten, sondern ganz einfach die Freude am gemeinsamen Unterwegssein. Aus der Kanzelwandbahn blickten wir zurück zum hohen Ethan, der nun in dichtem Nebel steckte. Den 6. Tag waren wir nun unterwegs. Er sollte uns noch eine nette Überraschung bringen. Zu mir, Angela. Du musst weiter vor zu mir. Weiter vor. Ja, genau. So ist es. Ja, genau. Schau du mal zu mir, Angela. Bleib du bei mir. Schau mal weg, gell?
Vielleicht könnte man sie ja mitnehmen, Tom, oder? Magst du mal dran? Ein bisschen so Nebendarsteller? Ja. Fisch. Weißt du mal so? Du gehst eben verloren. Das ist geil, Mann. Ist das verschärft? Go, gell? Aber ich möchte deine Löppchen sehen. Ja, so ist geil. Es ist schon so, je offener man ist, je weniger auf etwas Bestimmtes fixiert, desto unerwarteter werden die Dinge, die einem begegnen. Da ließen wir uns auch auf der Suche nach dem Glück der Berge gerne vom Weg abbringen. Obwohl wir nach wie vor guter Stimmung waren, spürte ich Wehmut. Bald würde unsere Reise enden. Nebel hüllte uns ein. Als senke sich der Vorhang über der Bühne, die uns die Berge gewesen waren. Gerne wäre ich noch länger mit Stefan und Peter unterwegs gewesen. Denn wichtig ist nicht nur, dass man überhaupt in die Berge geht, sondern auch wie und mit wem. Mit einem Bergheil, dem Bergsteigergruß, bedankten wir uns auf dem Gipfel gegenseitig. Wir hätten auch Abracadabra sagen können. Denn im Grunde war dieser Händedruck wie eine Zauberformel, die etwas besiegelte, was jeder von uns spürte und nach Hause mitnehmen würde. Nämlich ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Danke. Helle. Es sind nicht nur die Berge, die so schön sind, sondern das ist auch echt das Menschliche und das Nette, das Freundschaftliche, das Gemeinsame, das unzertrennlich. Manche rennen nur durch die Berg. Ist auch okay für die, die brauchen das. Aber für mich ist, ich mag's anders. Für mich persönlich ist wirklich die Basis, der Klangteppich. Es gibt den musikalischen, aber es gibt auch den für die Energien und für die Ideen. Und das sind für mich die Berge oder die Natur. Wir sind halt einmal da in die Berg, daheim. Ich weiß nicht, was bei mir ist, dass mir so gefällt, da in die Berg. Ist ja wurscht, es ist so. Und bleibt das so. Und diese Spontanität der Tourenführung der Tage und alles und auch das Erlebte, das wird mir ganz lang in Erinnerung bleiben. So, jetzt ist dann Schluss. Jetzt fahren wir heim.